renegieren. Sie wollen immer nur die Monopolisten gegen die Illuminati und gegen die Covid demonstrieren. Sie wollen, dass die korrupten Showbiz regieren. Sie wollen sie wieder mittig positionieren. Bitte konföderierten Faschisten Kacke. Wählen Sie die Nummer bitte neben Ihrer Landesmacke. Was soll ein Problem haben und sie kommen durcheinander? Da kommen's mit dem Ärgsten und das ist der Hausverstand. Wissenschaft der Lüge und das wissen die schon lang. Alles ist eine Verschwörung mit einem Hech am Bildungsstand. Sklaverei eine Lüge für den weißen Mause gewissen. Und eigentlich haben sie nur Eingeborene beschissen. Warum schenkt man Heimatliebe eine keine geheimnisvolle Insel? Ob man einer Karten in geheimer roter Tint. Da guckt man genug Platz dafür die Heimatlosen finden. Da kennt sie dann Kriegsspiel mit die Bajonetts und Flinten. Rechtspopulisten kennt sich scheißen und erpissen. Bis wir Atlantis in dem Steierloch verschwinden. Boah, mein Lieber, war jeder wieder bitte locker klar karierter. Die Männer nehmen ja immer Schirmer, aber stopp, was der Flagge singt, das salutieren wir. Schwester und Brüder, war jeder wieder bitte locker klar karierter. Da kennen wir immer jeden diskriminiert, wie wir wollen, in Papas Firma. Präsidente, stressen deppert dort und da und überall sind sie Gefahr. Dabei sind die Gefahr sie selber, das ist auch so klar. Die klarkarierten Nerven mir von Washington bis Wien verzapfen jetzt die ganze Zeit Verschwörungstheorien. Statt Ideen und Utopien noch mehr Privatphilosophien. Mit den Mühlen sie mit zu, davon kriege ich Allergien. Rennen so ein Schass daher und glauben sie sind kritisch. Machen sie so lächerlich und das nicht nur politisch. Sie reden so viel Blödsinn, nur viel mehr als je zuvor. Das ist schon nicht zum Aussehen gewesen, damals vor 20 Jahren. Die Klarkarierten kommt mir vor, sie werden immer mehr. Und wenn du dir einmal fragst, okay, wo kommen sie denn her? Sie kommen aus Familien, aus dem Fernsehen, aus dem Netz. Sie kommen mit dem unnötigen, sinnlosen Geschwätz. Dass alle anderen Toteln sind, nur sie, sie sind perfekt. Dafür dann sie sich furchtbar schwer mit jeglichem Respekt für die, die schwächer sind und anders sind und nicht so sind wie sie. Die werden alle diest und auf die haben sie hin und stehen dabei selber bis zum Hals in ihrer Kacke und wählen sie die Nummer bitte neben ihrer Landesflagge. Klackerieren, kann ich leider, la la la, kapier die Leder.